Carina, die Zeit ist gekommen. Begib dich zu deiner Runde der Schande. Du schaffst das, okay? Kopf hoch. Ey, viel Glück, ich schwör, das wird brutal. Ich wollte mich dem stellen und ja, dafür bin ich hier. Die Runde der Schande zeigt, wer wirklich bereit ist, sein Bußversprechen einzulösen. Unmittelbar konfrontiert Olivia Jones unsere Promis mit ihren Fehltritten. Wir sind ja alle hier, weil wir natürlich in der Öffentlichkeit irgendwelche Fehltritte gehabt haben, ganz klar. Und für diese Fehltritte Einsicht hier erreichen sollen. Mal schauen, wie sie das alles reflektiert. Ob sie daraus was gelernt hat oder ob sie versucht, sich einfach rauszureden. Ich finde halt, dass ich damals zu Unrecht beschuldigt wurde und deswegen will ich das halt gerne klarstellen. Hallo. Hallihallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Also, herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen Runde der Schande. Ja, vielen Dank. Warum ist dir die Teilnahme hier und unser Gespräch so wichtig? Mir wurden viele Sachen an den Kopf geworfen, wofür ich mich nie richtig erklären konnte oder rechtfertigen konnte. Ja, deshalb bin ich hier, damit ich hier einmal die Möglichkeit habe, alles zu sagen, was mir auch auf dem Herzen liegt. Was wurde dir denn vorgeworfen? Für was möchtest du büßen? Ja, bei Promis unter Palmen sieht man, wie Menschen reagieren können, wenn sie in einer Extremsituation sind. Kein Mensch ist perfekt, jeder macht Fehler. Und solange man seine Fehler einsieht und dafür einsteht, ist es auch okay, mal Fehler zu machen. Dazu stehen, daraus lernen, das ist das eine. Aber man darf seine Schuld auch nicht relativieren. Das stimmt, ja. Dann wollen wir auch mal auf diese Extremsituation und vor allen Dingen auch auf die Extremreaktion mal schauen. Okay. Kannst du das so lange hier? Ich häng's nachher hin. Aber das trocknet aber so nicht. Die Aussicht genießen, bitte. Ich wär's im Garten, wenn das nachher da noch hängt. Weg damit! Ich hab keinen Bock hier, euren Fußabtreter zu spielen. Soll ich deine Klamotten jetzt auch rausschmeißen? Irgendwann ist Schluss. Ich kann deine Klamotten jetzt auch rausschmeißen, aber ich hab Niveau im Gegensatz zu dir. Junge, was ne. Was ne. Mal sehen, was der Abend heute noch so bringt, ne? Vorhin war ich müde, jetzt bin ich nicht mehr müde. Bisschen Stimmung machen und wie ist unser Motto hier? Live is a party. Oh, Carina. Dann lassen wir die Party mal beginnen. Also ich freue mich ja, wenn ihr rumalbert, aber nebenan sind glaube ich auch noch Betten frei. Dann geht doch rüber. Claudia hat uns hier so lange provoziert und jetzt muss sie halt auch einfach mal einstecken. Weißt du, was wir alle haben, was du nicht hast? Jemand zu Hause, der sich freut, wenn wir zurückkommen. Hallo, Schlaganfall? Passt ja zum Alter. Jetzt geht die Party richtig los. Ich war lang genug hier das brave, kleine, liebe, nette Mädchen. Und wer den Bogen bei mir überspannt, der sieht dann, was passiert. Sagt einfach nichts. Die sitzt da und glotzt sich doof an. Ich glaube, dass
das sehr, sehr schwierig ist, wenn du halt mit was konfrontiert wirst, mit dem du eh vielleicht selbst noch zu kämpfen hast und dir die Olivia halt dann gegenüber sitzt und dich halt einfach mal 20, 30 Sekunden nur anstaut. Aber ich glaube, dass da halt dann schon im Kopf richtig zum Rattern anfängt. Auf jeden Fall keine meiner Glanzstunden. Ich war an dem Tag sehr von Claudia enttäuscht. Ich habe sehr viel eingesteckt, auch von anderen. Und an dem Abend war sie halt einfach mein Ventil. Und das war nicht fair. Und ich habe auch Sachen zu ihr gesagt, die ich nicht so meinte, die mir im Nachhinein noch sehr, sehr leid taten. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich auch sehr erschrocken, auch vor mir selbst, vor meinem eigenen Verhalten. Ich glaube, dass da sicherlich auch einiges vorgefallen ist. Aber das entschuldigt trotzdem einige Aussagen von der Carina nicht. Welche Sachen waren das, die dir leid taten und vor denen du dich erschrocken hast? Also einmal, dass ich sie beleidigt habe. Das ging halt überhaupt nicht. Dass ich gesagt habe, bei dir zu Hause wartet niemand. Also auf mich wird sich gefreut, wenn ich nach Hause komme, auf dich nicht. Ich wusste nicht, dass Claudia schon immer einen unerfüllten Kinderwunsch hatte. Und dass sie das deswegen so sehr getroffen hat. Und ja. Das tat mir sehr, sehr leid, sowas sagt man nicht. Und ich hatte auch tatsächlich sehr, sehr lange mit mir zu kämpfen damit. Wir schauen uns mal an, was das für Konsequenzen hatte. Geht's dir gut? Wo bin ich hier nur gelandet? Warum? Ich. Mir fehlen echt die Worte. Ja? Kein Bock mehr. Mama Mia, das kann doch nicht wahr sein. Aber die ticken hier echt nicht richtig durch. Also. Wieso muss sie zu mir sagen, mir gefällt es deshalb so gut, weil zu Hause niemand auf mich wartet? Woher weiß denn die das? Was soll das, ehrlich? Ist das Spaß? Ist das, was ihr unter Spaß versteht? Ja, genau das meine ich. Also ich wusste nicht, dass sie das wirklich so sehr trifft. Und ich wollte auch nicht, dass irgendwer von meinen Worten so verletzt ist, dass er auf dem Boden schläft und weint. Es war sehr, sehr krass, was sie gemacht hat. Also meiner Meinung nach ist Carina eine, die was die Claudia Obert vorsätzlich verletzt hat. Das war auch schockierend zu sehen, halt, wie dann diese Frau geweint hat und alles. Und das ging ja echt nahe. Sie haben ja auch nicht mehr aufgehört und alles. Das war schon sehr krass, aber das weiß Carina auch. Ja. Wie würdest du dein Verhalten gegenüber Claudia noch bezeichnen? Ich würde sagen, mein Verhalten war einfach dumm. Also ich habe mich einfach provozieren lassen und daraufhin sie dann provoziert. Aber ich wollte sie niemals verletzen. Und das ist das halt, was ich sage. Also kein Mensch ist perfekt, jeder macht Fehler. Und das war ein großer Fehler von mir, wo ich sehr auch drunter gelitten habe tatsächlich. Und ja, ich wollte ihr das nie damit antun, nie. Bei Carina war das dieser eine Abend, wo sie gezielt versucht hat, die Claudia auf die Palme zu bringen, um ihr einfach quasi auf gut Deutsch die Grenzen aufzuzeigen. Das wollte sie machen und hat es aber nicht mit dem richtigen Weg gemacht. Viele Leute haben weniger Worte gebraucht, um das zu erklären. Die haben gesagt, es war Mobbing. Wenn man sie nicht schlafen lässt, wenn man eine alte Frau, 60 Jahre alt, zum Weinen bringt, in eine Gruppe von 5 Menschen, das ist nur eins, Mobbing. Mobbing begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und ich habe sehr, sehr darunter gelitten. Und ich weiß allerdings auch, dass es einigen Menschen gar nicht bewusst ist, weil Mobbing mittlerweile so eine Art Volkssport ist. Ja.
Ja. Mobbing ist sehr schlimm. Also Mobbing ist sehr, sehr schlimm. Es haben sich Menschen umgebracht wegen Mobbing. Für dich gab es ja im Nachhinein viel Ärger. Was waren denn die Konsequenzen für dich ganz persönlich? Ich habe ganz viel Hass gekriegt, auch aus dem Internet. Du kannst nicht jedem gefallen. Und wenn dir eine Person sagt, du bist doof, dann ist es so. Wenn es dir 10 Leute sagen, ist es auch scheiße. Aber wenn es dann irgendwann 100.000 Leute sind und auch was dir geschrieben wird. Also wenn einer zu mir sagt, du dumme Hure, du mobbst sie, man sollte dich vergewaltigen und halb verblutet im Graben liegen lassen. Ja. Boah, das ist so ekelhaft, Alter. Der Shitstorm war sehr, sehr krass und der hat mir auch sehr wehgetan und viel mit mir gemacht. Ich hatte danach Polizeischutz und alles, also es war schon echt heftig. Bei mir standen die Leute vor der Haustür. Bei dir standen Leute vor der Haustür? Ja, aber das auch, ne, es ist vorbei. Aber das Schlimmste war für mich einfach, dass ja, meine eigene Mama gesagt hat, boah, Carina, ich habe dich da nicht wiedererkannt und ich habe mich in dem Moment für dich geschämt. Und dann hat meine Mama geweint und das hat mir wirklich so, ja, das Herz gebrochen, ne. Wenn die eigene Mutter sagt, boah, ich habe mich für dich geschämt, ja. Ich sehe deine Tränen im Auge. Nein, ich wollte nicht. Aber das ist doch ganz, ganz wichtig, dass man auch seine Verletzlichkeit zeigt. Sie war immer stolz auf mich über alles. Und als sie da zu mir gesagt hat, dass sie sich für mein Verhalten geschämt hat und sie sich geschämt hat, dass es ihre eigene Tochter war, war das das Schlimmste, was mir hätte antun können. Das war schlimmer als jeder Shitstorm, oder? Die Carina ist keine Böse so. Ja, ihr tat das leid so. Und das habe ich auch schon hier gesehen. Sie hat auch schon ein paar Mal deswegen geweint so. Und ich glaube, ihr wurde das Leben schwer gemacht so, ne? Hase, ich merke, dass du immer noch total verunsichert bist. Und ich merke, dass auch hier im Camp, wie du dich verhältst, dass du sehr ängstlich bist, dich zurückziehst, dich eher aus Konflikten raushältst. Du bist ja richtig, richtig scheu. Liegt das daran, dass du so scheu bist, dass du vielleicht immer noch nicht genau weißt, wo so die Grenzen verlaufen zwischen Meinungssagen und Mobbing? Ich weiß, was ich für ein Leid ihr damals zugefügt habt damit, aber ich weiß auch, wie sehr ich darunter gelitten habe. Und ich habe halt immer Angst, irgendwas wieder falsch zu machen, dass mir auch wieder das passiert, was dann halt passiert ist. Es gibt eine ganz einfache Faustregel. Also wenn du was sagst, um einen Konflikt zu lösen, ist das völlig okay. Aber wenn du was sagst, nur um jemanden zu verletzen, dann ist das schon Mobbing. Und deshalb auch jetzt noch mal an alle. Es geht hier nicht darum, dass man nicht mehr seine Meinung sagen darf. Haltung, Diskussion ist unwahrscheinlich wichtig. Es geht nur darum, den Unterschied zwischen Mobbing und Meinung zu verstehen. Mobbing ist keine Meinung. Mobbing ist nur dazu da, um jemanden zu verletzen oder um jemanden fertig zu machen. Carina, mein Hase, die Runde der Schande endet auch für dich mit einer Aufgabe. Mhm. Also Matthias hat ja diesen Latrinendienst wirklich gut durchgezogen. Er ist auch bei mir in den Bars als Klofrau herzlich willkommen.
Aber das muss jetzt jemand übernehmen, ne? Mhm. Was glaubst du, wer das übernehmen wird jetzt? Das gehört dazu und ich bin mir sicher, du wirst auch das meistern. Und du hast es wirklich toll gemacht. Komm her, mein Hase. Danke. Oh Gott. Ich zittere auch. Toll gemacht hast du das. Danke. Ich wünsche dir eine tolle Nacht. Und lasst euch von den Jungs hier als Mädels nicht die Butter vom Brot nehmen, ne? Auf keinen Fall, wir räumen das Feld jetzt Blick. Auf. Wir räumen jetzt auf. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht, ciao. I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Carinas Einsicht natürlich mega auch, ja. Und Carina hat es halt auch sehr belastet, was sie da lang gesehen hat. Danke, Nico. Hast du gut gemacht. Danke. In meinen Augen tut es mir auch leid für sie, weil es ist eine ganz junge Frau. Es ist erlaubt, Fehler zu machen. Man muss sie nur einsehen. Ihre Tränen waren echt, habe ich so das Gefühl. Aber ich weiß nicht, wie weit das ehrlich aus dem Herzen war, diese Entschuldigung. Und ich weiß es nicht. Ich mache mir echt schwer bei Carina, muss ich ganz ehrlich sagen.